Und damit ein Willkommen zurück, liebe Abonnenten, liebe Leute, die es noch werden wollen, liebe Leute auf YouTube, die gerade zufällig auf dieses Video gestoßen sind. Es ist soweit, meine meine Pause, die jetzt knapp einen Monat ging, ist vorbei. Ich werde nie wieder mega viel Videos produzieren und irgendwie zwei Let's Plays jeden Tag laufen lassen, weil ich gemerkt habe, das ist mir hobbymäßig einfach zu stressig. Aber ich werde streamen und die aktiven Let's Plays weiterführen. Und damit, Leute, willkommen zu Oldboy. Ich habe mich über Oldboy einfach noch nicht wirklich informiert. Ich habe mir nur Trailer angesehen. Und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich weiß einfach nur, es ist ein Plattformer und die Optik gefällt mir, die Musik gefällt mir. Und ich würde sagen, wir werfen uns jetzt einfach mal eiskalt hier rein. Wir drücken hier auf neues Spiel starten. Ich habe natürlich wie immer den Soundcheck vorher gemacht, ja. Und ich muss sagen, das Spiel, wenn du den Spielstand löschen möchtest, dann fragt er dich wirklich, bist du dir sicher? Und dann sagt er, okay, ja, bist 3-4 Mal gefragt. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wo uns die Reise hier hinführt. Ich würde sagen, wir verlieren keine Worte mehr und starten. Verehrt, erhaben, weise. So versuchen wir Eulen zu sein. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir hart daran gearbeitet, den Respekt der Menschen zu verdienen. Die Zeiten werden immer härter, weshalb auch du als mein Lehrling die Last der Eulen auf deinen Schultern tragen musst. Ich sehe, dass du bereits eine stattlich junge Eule bist, Otus. Im Laufe der Zeit werde ich aus dir eine Eule wie mich formen. Kein Grund zur Nervosität. Das ist ein großer Augenblick für dich. Obwohl du stumm geboren wurdest, wirst du durch meine Führung zu einer Stütze unserer Gemeinschaft. Ah, der Held kann also wieder nicht reden. Das ist so typisch rollenspielmäßig auch irgendwie, ne? Scheint irgendwie so ein Rollenspiel-Plattformer zu sein. Nun, ich sehe, dass wir noch viel zu tun haben. Keine Sorge, alles wird gut. Da bin ich mir aber sicher. Ich will ehrlich sein, Otus. Du kommst gar nicht gut voran. Du hast vielleicht einfach nur andere Begabungen. Daher werden wir heute mal fliegen. Darauf hast du dich bestimmt schon gefreut. Oh ja. Gut, dann hör gut zu. Du musst einfach nur vom Boden abspringen. Dann, wenn du halb in der Luft bist, breitest du deine Flügel aus und flatterst mit ihnen. Der Eulenumhang, den ich dir gegeben habe, sollte den Rest besorgen. Los, Otus, zeig mir, was du kannst. Yeah, pass mal auf, ich kann springen und wenn ich dann nochmal drücke, dann... Okay, du fliegst. Versuch dich jetzt etwas durch die Gegend zu bewegen. Siehst du diese Plattform da oben? Ich sehe diese Plattform da oben. Flieg dort hinauf und lande auf dieser Insel. Dann bringe ich dir die richtigen Tricks bei. Joch. Oh geil, guck mal, wir können hier rumdüsen. Einfach, die Steuerung ist mega geil. Ja, wir können hier quasi, wenn wir einmal losgeflogen sind, können wir uns bewegen, wie wir bockig sind. Miau. Oh, ich schaff's nicht zur Plattform. Nein! Also Otus, das war wirklich schlecht geflogen. Ich muss zugeben, ich bin sehr enttäuscht. Die meisten Lehrlinge packen das sofort. Oh, das ist ja traurig. Morgen machen wir wieder das normale Programm. So eine ungeschickte Fliegerei schmerzt mich einfach. Ach komm, sei nicht so gemein. Schnell, Otus, in Valley gibt es irgendwas. Die Menschen brauchen unsere Hilfe. Die Dürre hat mit deiner Schwerfälligkeit nicht so viel Geduld wie ich. Warum hast du den Wasserkrug am Boden gelassen?
Nimm ihn sofort vom Boden, beeile dich. Okay, mit ZL greifen. Warte mal. Du verschüttest Wasser aus dem Krug. Lass mal sehen, ob da überhaupt noch etwas Wasser drin ist. Stell den Krug dort ab. Wie stelle ich den jetzt wieder ab? Nein! Du solltest ihn abstellen, nicht zerschmettern. Sorry, Sensei oder so, keine Ahnung. Ich dachte, ich drücke das Richtige, anscheinend nicht. Wie sollen wir die Dorfbewohner jetzt mit Wasser versorgen? Das werde ich nicht vergessen. Und ich werde die anderen wissen lassen, was uns deine Unfähigkeit gekostet hat. Verstehst du? Ich habe gar keine Worte dafür, wie enttäuscht ich von dir bin, Otus. Lass mich allein. Ich werde Valley selbst mit Wasser versorgen. Oh. Otus, du hast wieder und wieder und wieder versagt. Heute gibt es keine Lektion. Heute musst du einfach nur mit den Dorfbewohnern sprechen. Klingt doch einfach, oder? Selbst für dich. Sie sollen dir sagen, was sie von dir und deiner Unfähigkeit halten. Komm erst wieder zurück, wenn du weißt, was du wissen musst. Und so ging Otus zu den Dorfbewohnern, wo die unfähige Eule noch unfähiger wurde. Oh Gott, was passiert hier? Brechen. Die Wahrheit über dich? Willst du sie wirklich wissen? Och nee, sei doch nicht so gemein zu dem Otus, ey. Guck mal, der ist doch so lieb. Gut, er kann vielleicht nicht so gut als Wächter fungieren, aber hey Leute. Du willst die Wahrheit wissen? Du bist stumm. Du kannst sie sowieso niemandem erzählen. Ach Mensch. So was finde ich jetzt aber nicht gut. Warum so angespannt, Otus? Natürlich hast du allen Grund dafür. Die Selbstzweifel zerfressen ihn. Das finde ich aber jetzt nicht nett. Otus! Otus! Na, bist du endlich wach? Wir verspäten uns. Gut, dass ich gekommen bin, um dich zu wecken, sonst hättest du noch eine Stunde länger geschlafen. Steh sofort auf und triff mich dann draußen. Wie er sich ducken muss, dass er da rauskommt. Schön gemacht. Och, oi. Guck mal, wir können nicht mal richtig aufstehen. Konnte ich ja da greifen. Ah. Lecker Tee. Da wird er munter, der Otus. So, mit ZL betreten wir Türen. Ich wollte jetzt einfach so Yoshi's Island-mäßig einfach nach oben drücken, aber das ist wohl nicht. Oh. Valley. Alter, der Stil gefällt mir, ne? Sieht echt schön aus. Geil. Oh. Otus! Schlaf nicht ein! Komm hier hoch! Oh, der ist aber schon ein bisschen. Also ist schon ein strenger Meister irgendwie. So. Zeit ist es geworden, Otus. Wir machen heute über... Wir wachen... Wir machen... Ja, genau. Wir wachen heute über Valley. In letzter Zeit haben Piraten ihr Unwesen getrieben. Du weißt, was zu tun ist. Oh je. Entschuldigung. Hab ich was im Hals? Erstatte mir oder den Wachen Bericht, falls du etwas Verdächtiges siehst. Fragen? Nein? Worauf wartest du dann?
Er breitet seine Flügel aus. Wir können das jetzt endlich auch machen. Yeah! Haben wir noch andere Tasten, die wir drücken können? Wir können es in der Luft wirbeln mit Y. Und was können wir mit B? Oh, mit B machen wir so einen richtig coolen Sturzflug. In alle Richtungen. Oh, es ist geil. Ah. Ja, Otus, jetzt erkunde die Welt. Guck mal, wir können doch fliegen. Ich glaube, das war nur ein Albtraum vom guten Oti. Oti? Nee, sollten wir ihn Oti nennen? Ich glaube nicht. Oh, das ist cool. Kann man diese Schilder hier lesen? Na, man kann die Schilder hier lesen. Höher, Willi Blasser. Tiefer, Otus Haus. Ah, ich verstehe schon. Können wir mit dir auch reden? Nein. Hallo, was bist du? Eine Rübe. Ja, die essen wir doch. Wenn wir die nämlich alle essen, seht ihr, dann erhöht sich irgendwie unsere Energie. Ich glaube, das ist alles ganz nützlich. Es sei denn, unser Meister meckert nachher mit uns, warum wir denn jetzt die ganzen Rüben gefressen haben. Weil, ja, die Dorfbewohner die eigentlich bräuchten. Kann natürlich alles sein, ne? Da unten ist nichts mehr. Da sind wir ja übrigens hergekommen. Ah, da sind noch Ringe. Seht ihr? Was bist du denn? Du bist irgendwas Großes. Eine Schatztruhe. Oh, da gibt's Münzen, Münzen, Münzen. Das hätten wir jetzt fast verpasst, wenn wir da einfach so hochgedüst wären. Gut, da unten kommen wir noch nicht lang. Nee. Aber da unten steckt noch irgendwas. Guck mal hier. Erstmal hier das. Alles Gold, ne? Denke ich mal. Oder Münzen oder irgendwas. Bin mal gespannt, wofür die nützlich sind. Vielleicht müssen wir da irgendwie dann... Ja. Dinge mitkaufen. Sehr wahrscheinlich. Du bist heute wieder mal richtig gut drauf, ne? Du lustiger Let's Player, du. Nee. So. Können sogar den Stein hier rausziehen. Überall Münzen. Ja, Leute, wie gesagt, meine längere Pause ist jetzt vorbei. Ich werde nicht in Hochtouren-Videos produzieren. Ich werde die halt so produzieren, wie ich Bock drauf habe, ne? Das hier ist jetzt mal wieder ein Aufnahme-Let's Play. Das ist ja in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen. Bis letzten Monat war es ja immer so, dass wir dann nur gestreamt haben. Und ich wollte jetzt aber mal wieder was aufnehmen, weil ich habe mir extra diesen teuren PC gekauft, für Leute, die es nicht wissen. Ich habe mir einen guten i9-Prozessor gekauft mit richtig vielen Kernen und ich bin mal gespannt, wie das Rendern dann funktioniert. Und da war so ein komischer Schatten. Wie das Rendern dann funktioniert im Endeffekt. Und werde jetzt mal den ersten Part strecken auf 25 Minuten und gucken, wie lange das braucht. Vielleicht könnte ich die Parts dann in Zukunft auch ein bisschen länger machen, wenn die denn nicht mehr so ewig lange rendern mit der neuen Prozessorleistung. Ja, das kennen wir schon. Finde ich aber gut, dass hier so Schilder existieren. So, da ist irgendwas rumgesprungen. Ist aber da links lang gesprungen. Will ich da hin? Komme ich da hin? Nee, ich komme da gar nicht hin. Das ist durch die dritte Dimension. Von mir geflohen. So, was bist du? Wieder ein Stein, der Münzen ausspuckt, ne? Ja. Ich will diese Münzen natürlich alle mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob ich da irgendwie später Heiltränke oder sowas brauche. Was bist denn du? Hä? Gar nichts anscheinend. Nichts von Belang. Wer weiß das schon? Ich finde die Musik übrigens auch wunderschön. Guck mal, da ist ein Dorfbewohner. Hey, Kumpel. Hey Mann, hältst du heute Wache? Vielleicht willst du später etwas unternehmen. Otus und Gerry, das unaufhaltbare Du. Vielleicht sollten wir heute nach Advent aufbrechen. Advent, ist das nicht so eine Vorbereitung auf das Weihnachtsfest? Jeden Sonntag so? Gib mir Bescheid, wenn du heute fertig bist. Ich repariere hier diese Kanone. Man sollte schließlich auf alles vorbereitet sein. Also der repariert Kanonen. Das ist wohl der Gerry, ja? I get it. Oh, nebenbei bemerkt, in Valley scheint sich ein Unruhestifter herumzutreiben. Also wenn du diesen Schuft siehst, dann hol mich. Ja? Otus und Gerry, die Bewahrer des Friedens. Ich glaube, das hört sich besser an. Ja.
Das hört sich ein bisschen edler an als dieses unaufhaltbare Duo. So, hier kann ich noch nichts machen. Na, kann ich vielleicht später irgendwie Steine wegräumen oder so? Diese Bänke. Gefährlich für Menschen hier so. Hallo Bongoman, was geht mit dir? Hi kleiner Otus, suchst du nach Piraten? Ich denke, ich habe welche gesehen. Sie waren im Westen beim Aussichtspunkt. Sieh dir das vielleicht mal an. Außerdem gibt es einen Unruhestifter im Dorf. Von dem habe ich schon gehört, ja. Aber das bist nicht du, oder? Nicht, dass ich wüsste. Jemand stiehlt mir meine Bongos. Lasst jetzt bloß nicht nach. Pop, 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 pop. Jemand stiehlt ihm seine Bongos? Hm. Das ist aber gar nicht nett. Da oben ist der Mega-Filly. Kann ich hier rein? Das ist der Mega-Bongo-Laden. Ja, Bombo-Haus. Ach, guck mal. Hier kann man selbst Musik machen und da oben ist ein Traumfänger. Traumfänger sollen ja böse Träume irgendwie abhalten. Und vielleicht helfen die ja dem guten Otis, weil... Otus? Warum sage ich Otus? Otis. Leco mio. Weil der hatte ja einen bösen Albtraum und zwar, dass er komplett unfähig ist. Hm. Vielleicht könnte sie ihm nochmal helfen. So, was bist denn du? Kann man dich irgendwie aufheben? Ne, du bist auch ein Bongo, ne? Ja. Der Bongo mit der Bongo. So, was ist denn das hier? Diese Richtung Valley Außenposten. Ja. Dann gehen wir nochmal zum Außenposten. Sieht aus, als wäre es spannend. Da geht's zu Valley Plaza. Guck mal, die Farbpalette hat sich geändert. Hallo? Ja, Unruhestift, das wir... Oh! Der war gut, Philipp. Jo, Bonazzi. Er kann wohl doch fliegen. Mann. Mann, bist du ein Angsthase, Otus. Eulen sollten hart und furchtlos sein. Bist du dir sicher, dass man dich wache halten lassen sollte? Hält dich nicht jeder für einen Idioten? Och, komm schon. Ich meine, bist du überhaupt eine richtige Eule? Ihn was zu fragen hat keinen Zweck, Fib. Er kann eh nicht antworten. Oh, stimmt. Er ist ja stumm. Stummer, dummer Otus. Hey! Ihr zwei lasst Otus in Ruhe. Und geht wieder auf Streife, sonst sage ich es Drix. Denn ich bin eine Petze. Aber ein guter Freund. Beachte sie nicht weiter, Otus. Sie sind einfach nur kindisch. Hey, wieso unterstütze ich dich nicht einfach? Ich halte gemeinsam mit dir Wache. Wir zeigen es ihnen schon. Nimm mich einfach mit, dann geht's los. Kann ich den denn jetzt mitnehmen? Aha. Erinnerung anzeigen, ZR. Geddy, Otus bester Freund und Valleys Verteidigungshandwerker. Geddy trägt einen Blaster, effektiv in den meisten Kampfsituationen, aber nicht gegen soliden Fels oder Stahl. Ja. Was ist denn hier noch? Münzen. Ah, da kann ich sehen, wie viele Münzen ich habe. Zielkreis anzeigen, ja, das lassen wir drin und dann gehen wir hier zurück zum Spiel. So, wie kann ich den jetzt... Ich kann ihn einfach mitnehmen. Och, ist das cool. Wie kann ich den ballern? Kann ich mit dem ballern? Nee, oh, nee! Oha! da hat er aber gerade noch so überlebt. Vorsichtig, wenn du mich absetzt, Otus. Da wäre er fast gestorben und er lacht noch drüber, ne? Na, cool, okay. Jetzt einfach da runterfliegen, oder? Nee. Weiter hoch. Dann links, was kann ich... Schießen mit ZR.
Ah, ich verstehe. So, okay, und jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Weil da geht's ja offensichtlich nicht weiter. Oh, wir können ja die Früchte runterballern. Das ist ja geil. Und dann kann ich ihn einfach ablegen. Und das nächste Zeug greifen. So, wer bist denn du? Hallo? Oh, hi Otus. Hältst du heute Wache? Ich habe gehört, ein Unruhestifter soll sich herumtreiben. Ich hoffe wirklich, dass es kein Pirat ist. Ich habe so viele schlimme Dinge über Piraten gehört. Es gibt sogar Gerüchte über einen ganz gigantischen Piraten. Wie können sich ihre Schiffe über Wasser halten, wenn es solche Piraten gibt? Haha, aber hier in Valley sind wir sicher. Spiel einfach nicht so viel herum, ja, Otus? Solange du konzentriert bleibst, wird uns nichts passieren. Ja, dann konzentriere ich mich mal. Und geh mal ganz konzentriert kurz noch in deine Hütte rein. Schöne Musik. Ich kann ja was lesen. Guck mal her. Dinge wie erstens Obst aus meinem Garten. Zweitens meine Musikinstrumente. Drittens vor einem Publikum auftreten. Ich habe neulich ein wunderschönes Lied geschrieben. Ich denke, ich sollte woanders hingehen, um es vor einem großen Publikum aufzuführen. Jo, ist doch eine gute Idee. Was gibt's hier oben noch? Nix mehr, kann ich nie mal landen. Ja, nicht mal hochgehen. Nee. Aber eine schöne Hütte hat er. Und in seiner Hütte läuft übrigens auch eine schöne Musik. Angenehm, angenehm. Scheint echt so ein RPG-Plattformer zu sein. Wird viel gesprochen und die Atmosphäre ist schön. Jetzt bist denn du. Guck mal, da unten badet jemand. Ich setze dich mal wieder ab. Was passt nicht, Otus? Haben Strickslehrlinge etwas getan? Beachte sie gar nicht, Otus. Sie wollen dich nur runterziehen. Hier entspannt dich einfach etwas in der heißen Quelle, dann fühlst du dich gleich besser. Die Hitze scheint dir Probleme zu bereiten, mein Junge. Ich zeig dir einen kleinen Trick, wie man damit klarkommt. Aha, spürst du das? Hat er gerade gefurzt? Man muss das brühende Wasser nur akzeptieren. Entspann dich darin. Da dringe darin ein. Versuch es mal. Guck mal, Otus, ey, da platzt gleich der Schädel. Ah, nee. Na bitte, mein Junge. Vergiss niemals, dir Zeit zum Entspannen zu nehmen. Lass dir das vom alten Tobi sagen. Er weiß, wie man sich entspannt. Der alte Tobi, da weiß ich, wer sich drüber freuen wird. Genau so, Otus. Die heiße Quelle löst zwar deine Probleme nicht, aber alles geht vorbei. Und hier drinnen kommen deine Probleme gar nicht mehr so schlimm vor. Ja, dann kann man hier Stressbewältigung machen, das ist doch schön. So, wie kann ich denn... Ich kann keine Schilder lesen, während ich den trage, ne? Diese Richtung, Labor des Professors. Jo, da gehen wir mal zum Labor des Professors. Kann ich nochmal... Jetzt habe ich ihn abgesetzt. Oh nein. Ich schieße mit ZR, das muss ich mir mal merken. Ist der wieder ganz da hinten? Ich kenne mich mit Fliegen nicht gut aus. Ja, das wäre ja auch ein bisschen seltsam. Du bist ja keine Eule, ne? Miau. Ja, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. So, da ist das Haus des Professors. Können wir ihn damit reinnehmen? Nee. Aber, Leute, das Haus des Professors, das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß im ersten Part von Oldboy. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich entwickelt und wie denn das Kampf-Gameplay und so weiter ist. Und ja,
Ihr wisst ja, das übliche Zeug, wenn ihr mir einen Daumen gebt, könnt ihr mich unterstützen, egal ob hoch oder runter. Kommentiert eure Meinung gerne unter dem Video, ob es euch denn gefallen hat oder nicht. Und mit den Kommentaren könnt ihr übrigens auch mitbestimmen, sowie in den Livestreams. Ihr könnt mich abonnieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir, vorausgesetzt ihr benutzt noch die Glocke. Glocke-Video. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part dann, Freunde. Ciao!